Hallo zusammen, recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Thema Mini-TV. Und zwar, ich habe jetzt hier eine Mini-TV-Videokassette, möchte den Inhalt ganz gerne auf dem PC überspielen. Ja, und wie man dabei vorgeht, was es da für Möglichkeiten gibt, das möchte ich euch jetzt ganz gerne einmal zeigen. Wenn ihr noch also altes Videomaterial habt, wie in meinem Falle, Star Wars, Lego Star Wars Stop Motion Projekt, was hier drauf ist, hatte ich damals in meiner Kindheit aufgenommen und möchtet euch den Inhalt ganz gerne auf den Rechner ziehen, um den dann nochmal wieder anzuschauen. Da seid ihr mit einem Abspielgerät auf jeden Fall guter Dinge, wenn ihr in dem Falle noch die originale Kamera besitzt, mit der das Ganze aufgenommen wurde. Ansonsten, die gibt es aber auch. Ich zoome mal ein bisschen raus. Die Kameras, die gibt es aber auch bei eBay gebraucht zu kaufen. Es gibt, habe ich gesehen, auch ähnlich wie Videorekorder für den Fernseher. Abspielgeräte, die kosten aber 300, 400 €. Da seid ihr mit einer Mini-DV-Kamera mit einem Camcorder auf jeden Fall wesentlich besser aufgestellt. Was so die Kosten betrifft. Teilweise kriegt man die schon für unter 100 € gebraucht. Müsst ihr mal schauen. Oder wie gesagt, ihr habt die originale Kamera noch, dann ja, seid ihr da auf jeden Fall schon mal auf sehr gutem Wege. In dem Falle hier von Sony sogar eine HDV-Kamera, die nicht nur mit PAL-Auflösung filmt, sondern in dem Falle auch mit High Definition, sprich 1440 mal 1080 ist das, glaube ich, das Format, das dann auf 16 zu 9 interpoliert wird. Auf jeden Fall in High Definition Qualität. Das war so mit einer der ersten Kameras von Sony, die das dann auch konnte, die das dann auch in den Consumer-Markt brachte. Und hier unten habt ihr ein Kassettenfach. So, da ist schon mal so eine Mini-DV-Kassette drin. In dem Fall hier so eine klassische mit 60. Ne? Und dann lege ich die hier mal rein. Ja, um das Ganze jetzt auf den Rechner zu kriegen, braucht ihr ein Schnittstellenkabel und die entsprechende Schnittstelle am Rechner. So, und die Schnittstellen, die die Kamera hat, da müsst ihr einfach mal gucken, was die Kamera bereitstellt. Das sind nämlich die Kollegen hier unten. Ganz links ist der FireWire-Anschluss. Also der hier. Dann USB. Klingt ja schon mal nach der besten Wahl. Und hier gibt es dann noch Component-Video und Composite-Video-Anschlüsse oder Ausgänge. Am besten fahrt ihr definitiv mit dem FireWire-Anschluss, weil auch wenn die Kameras USB-Anschlüsse haben, das Ganze funktioniert leider nicht. Die sind, glaube ich, nur für Firmware-Updates gedacht. Oder in dem Falle. Die Kamera hat ja auch noch eine Fotofunktion. Ihr könnt hier auf der Seite eine Smart Card oder wie die Dinge heißen oder Memory Stick anschließen. Mit ja, 64 Megabyte in dem Falle. Da landen dann die Fotos drauf und ihr könnt die Karte natürlich auch in Speicherkartenlesegerät einlesen. Klar, keine Frage. Aber um die Fotos dann direkt auf den PC zu übertragen, gibt es da hier noch die USB-Schnittstelle. Dann braucht ihr natürlich auch den passenden Treiber. Und weil die Kamera schon so alt ist, gefertigt 2005, 2006 rum in dem Zeitraum, gibt es dafür natürlich keine aktuellen Treiber mehr. Also müsst ihr dann auch ein älteres Betriebssystem am Start haben. Jetzt aber zu den Möglichkeiten, wenn ihr das Ganze per FireWire übertragen möchtet. Das ist auch die beste Wahl, weil FireWire ist eine digitale Schnittstelle. Composite Video, Component Video, was die Kamera auch unterstützt, das sind analoge Schnittstellen. Und
da in dem Falle auf Mini-DV das Videomaterial in digitaler Form schon vorliegt, macht es ja keinen Sinn, das Ganze analog auszugeben, weil ein PC kann die Daten ja nur digital verarbeiten. Ich hoffe, ihr könnt mir da so einigermaßen folgen. Ja, jetzt aber zu den Anschlusskabeln, was ihr da noch alles braucht. Es gibt dann hier FireWire-Kabel. Die haben dann so einen länglichen Stecker und diesen kleinen Stecker. Also es gibt da drei verschiedene Varianten, die einfach mal der Vollständigkeit halber gezeigt. Dann gibt es auch noch so einen komischen Stecker hier. Weiß nicht, ob man das so sehen kann. Und ihr könnt aber alle drei Varianten adaptieren. Da gibt es ganz einfach Adapterkabel von dem Stecker auf den Stecker und dann auch von dem auf den ganz kleinen Stecker. Das hat nur mit der Übertragungsrate zu tun. Während dieser Stecker bis zu 800 Megabit unterstützt, kann der Stecker hier nur 400 Megabit, genauso wie der kleine. Nur, dass der rechteckige Stecker dann noch Strom zusätzlich bereitstellt. Da die Kamera aber einen Akku hat und der Strom über FireWire dennoch nicht ausreichen würde, hat die auch nur den kleinen Anschluss mit 400 Mbit. Genau, also da gibt es FireWire-Kabel in Hülle und Fülle mit den unterschiedlichsten Variationen und auch Längen. Also, ja, genau. Wichtig ist halt in dem Falle nur, dass der Rechner überhaupt einen FireWire-Anschluss hat. Welche Variante? Die kleine Mini-Variante, die sechspolige rechteckige Variante oder die achtpolige Variante mit 800 Mbit ist da eigentlich völlig Latte. Hauptsache, der Rechner hat einen FireWire-Anschluss. Wenn ihr also noch einen alten Rechner habt, also da müsste ich ihn mal eben kurz rauszoomen. Wenn ihr also noch einen alten Laptop habt, wie jetzt hier, der hat nämlich einen FireWire-Anschluss, der stammt auch aus dem Jahr 2005, ist ziemlich gut ausgestattet für die damalige Zeit, da läuft sogar noch Windows XP drauf. War halt ein Gaming-Notebook und der hat hier den FireWire-Anschluss. Genau, hier neben den USB-Anschlüssen. Da seid ihr auf jeden Fall schon mal guter Dinge. Wenn ihr einen moderneren Laptop habt, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Da gibt es aber eventuell die Möglichkeit, mit einer Expresskarte entsprechend FireWire nachzurüsten, wie in diesem Falle bei dem Kollegen hier. Da ist jetzt schon Windows 10 drauf und ihr habt hier einen als EC gekennzeichneten Erweiterungssteckplatz. EC steht für Expresscard und die Adapter sehen dann entsprechend so aus. Hier mit der FireWire 800 Variante, das ist aber völlig Latte, wie gesagt. Und dann wird das Ganze dann hier so reingeschoben und ja, nach der Treiberinstallation geht es dann los. Falls ihr sowas nicht haben solltet, mit einem Stand-PC, also mit einem Tower, also Desktop-PC, seid ihr richtig gut dabei, weil da könnt ihr nämlich ganz einfach mit einer Erweiterungskarte aushelfen. Vorausgesetzt natürlich, der Rechner hat noch einen freien Steckplatz, ansonsten müsst ihr vorübergehend eine andere Erweiterungskarte ausbauen, wie die Grafikkarte, und den Steckplatz dann nutzen, falls ihr die Möglichkeit habt, die Onboard-Grafik verwenden zu können. Bei Intel-Prozessoren ist das meist der Fall, bei AMD eher weniger. Das sind aber wirklich alles Spezialfälle. Was es da gibt für ältere Rechner, PCI-FireWire-Karten, genauso wie für modernere Rechner es dann auch die PCI-Express-Variante gibt, erkennt ihr hier an dem schmaleren Stecker. Genau. Da gibt es auch hier die Kombi-Version mit
6-Pol, 8-Pol. Und die hat hier nur die 6-Pol-Anschlüsse. Genau, noch was. Ihr habt hier einen zusätzlichen Stromanschluss. Molex-Anschluss ist das. Also manche Erweiterungskarten brauchen noch zusätzlich Strom vom Netzteil. Da müsst ihr halt gucken, dass euer Netzteil auch den Stecker, den passenden Stecker hat. Den solltet ihr dann auch anschließen. Genau. Und dann gibt es auch Erweiterungskarten, wo man nicht unbedingt erwartet, dass die FireWire haben. Wie zum Beispiel hier diese Soundkarte mit PCI-Anschluss hat aber ein FireWire, weil FireWire wird auch wegen der Echtzeitdatenübertragung bzw. der garantierten Datenrate auch für Audio-Interfaces genutzt. Und entsprechend findet man so einen Anschluss auch auf Soundkarten. Muss man halt dann wissen. Ja, habt ihr dann eventuell noch einen alten PC, zum Beispiel 11 Jahre oder älter, dann habt ihr vielleicht die Chance, dass der Rechner FireWire bereits onboard hat, so wie dieses Gerät hier. Da müsst ihr mal auf solche Anschlüsse hier mit diesem Symbol, was hier rechts abgebildet ist, drauf achten. Genau, also 2007. Baujahr würde mich nicht wundern, wenn die FireWire haben. Das war, glaube ich, damals noch Serie. Das ist ja hier schon Rechner von 2010. Da wird es dann langsam immer weniger, bis gar kein FireWire mehr dann verbaut wurde. Weil USB wird ja dann auf 3.0 Spezifikation abgegradet mit 5 Gigabit und somit brauchte man kein FireWire mehr. Wenn ihr noch eine alte Super 8 Videokassette habt und den entsprechenden Camcorder dafür, dann liegt das Videomaterial analog vor. Und dann hat die Kamera natürlich keinen FireWire-Anschluss. Was macht man denn dann? Ja, wahrscheinlich hat sie dann einen gelben Anschluss und vielleicht noch einen weißen für Mono-Audio, vielleicht auch noch weiß-rot, also gelb-weiß-rot. Kann ich euch mal eben kurz zeigen. Hier die entsprechenden Gegenstecker, das sind Chin-Stecker. Und das Ganze hier überträgt das Videosignal analog. Also gelb ist für Video, Composite genannt und weiß und rot. Dann die Audiokanäle, weiß für links, rot für rechts. Stereo. Nur das ist so die qualitativ schlechteste Wahl, die ihr fahren könnt. Und dafür gibt es dann sogenannte Videograbber, USB-Sticks mit einer Kabelpeitsche dran, die dann entsprechend farblich markierten Buchsen haben. Steckt ihr den Rechner per USB rein, könnt ihr dann wunderbar digitalisieren, alles kein Problem. Die kosten auch nicht die Welt, vielleicht 15 Euro oder so. Dann gibt es Videokonverter, wie zum Beispiel hier von Hamer, Multifunktionskonverter. So sieht das Ganze dann halt aus. Da habt ihr die entsprechenden Anschlüsse. Das Video sieht dann so aus, der ist etwas qualitativ besser als Cinch. Weil S-Video hat zwei getrennte Videoleitungen, ist also etwas besser. Und hier Component Video erkennt ihr an rot-blau-grünen Anschlüssen. Wenn ihr so eine Kombination habt, dann seid ihr echt gut aufgestellt. Wenn ihr also kein FireWire habt, weil die Variante ist analogtechnisch qualitativ am besten. Hier ein entsprechendes Kabel. Weil da habt ihr wirklich die Videosignale in den drei Grundfarben getrennt. Und ihr könnt sogar höhere Auflösung fahren. Für meinen Camcorder gibt es auch ein Component-Videokabel mit rot-blau-grünem Anschluss. Nur das ist dann leider sehr schwierig zu kriegen, weil die Kamera wurde nur 2005, von 2005 bis 2006 gebaut. Und zu den Nachfolgemodellen hat sich leider der Anschluss dann geändert für das Component-Videokabel. Was schade ist. Und so ein Component-Videokabel ist dann doch sehr teuer.
macht nichts, die Kamera hat Firewire. Und wie wir ja gelernt haben, Firewire ist digital. Da seid ihr also mit am besten aufgestellt, weil es da keine Verluste dann gibt bei der Übertragung. Nee. Und dann gibt es aber hier auch noch Capture-Karten. Eine DVI-Aufnahmekarte ist das, die ihr in den Rechner einbauen könnt. Schon was sehr Spezielles, auch recht teuer mit über 200 Euro. Aber die Karte kann sowohl digital als auch analog. Und da gibt es wiederum eine mitgelieferte Kabelpeitsche, die dann auch Component-Video unterstützt. Also hier die Anschlüsse und das Ganze geht dann auf DVI. VGA unterstützt auch S-Video. Hier den gelben für Cinch-Videosignal. Ne? HDMI könnt ihr adaptieren, also die kann eigentlich alles, die Karte. Das ist schon der Wahnsinn. Aber wie gesagt, auch nicht am günstigsten. Also ihr habt da wirklich viele, viele Möglichkeiten, die euch da zur Verfügung stehen, um das Videosignal zu digitalisieren. Und genauso gibt es dann aber auch, wenn ihr das Ganze einfach nur wiedergeben möchtet, am Fernseher entsprechende Adapter, wie zum Beispiel den vorhin gezeigten Hama Videokonverter, bei der habe ich vergessen zu erwähnen. Der hat ja gar keinen USB-Anschluss, dass ihr das an den Rechner anschließen könnt. Der hat HDMI-Ausgänge, hier ein Output, hier ein Input. Der hat auch einen eingebauten Skalierer, also ihr könnt dann auch niedrig aufgelöste HDMI-Signale hochskalieren, das kann der. Und über HDMI könnt ihr das Ganze hier am Fernseher anschließen und dann habt ihr euren Rechner mit analogen Schnittstellen nachgerüstet. Und dann gibt es wiederum Capture-Sticks, die ihr per USB anschließen könnt. Ja, das sind sie. Das sind sehr günstige Capture-Sticks, also hier der linke. Der ist sehr günstig zu kriegen, ich glaube schon für 15 Euro. HDMI Video Capture könnt ihr einfach per USB anschließen und dann das digitalisierte Signal per HDMI-Kabel dann übertragen. Das ist eine etwas teurere Variante, die unterstützt dann auch schon UHD-Material. Per USB 3.0 dann wird das Ganze übertragen. Das kostet dann auch schon an die 100 Euro. Aber da reicht der günstige für 15 Euro locker aus. Und dann sei nochmal erwähnt, dass ihr nicht unbedingt jetzt den teuren Hama-Video-Konverter braucht, wenn ihr analoges Videomaterial auf HDMI digitalisieren wollt. Es gibt dann auch schon für unter 20 Euro solche kleinen Kästen, die per USB Strom bekommen. Die haben dann solche Anschlüsse und auf der anderen Seite einen HDMI-Ausgang. Und in Kombination mit dem günstigen HDMI-Capture-Stick seid ihr da guter Dinge. Genauso für Component-Video gibt es das auf HDMI auch günstiger mit USB-Anschluss. Das ist also eine sehr kostengünstige Möglichkeit. Wenn ihr jetzt keine Firewire-Schnittstelle habt oder ihr auf Firewire nicht zurückgreifen könnt, weil vielleicht Buchse defekt, was weiß ich, dass ihr das trotzdem digitalisieren könnt. Genau. Ja, ich wollte euch ganz gerne noch ein paar Programme abschließend vorstellen, mit denen ihr die Mini-DV-Aufnahmen auch auf einen Rechner überspielen könnt. Hier ein Beispiel eines alten Windows XP Laptops. Da wollte ich euch dann ganz gerne einmal die beiden Programme WinDV sowie HDV Split vorstellen. Die sind sehr klein, passen mit ihrer Größe sogar auf eine Diskette. Also sind wirklich sehr klein und ihr braucht da wirklich nicht viel Ahnung von haben. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Laptop, in dem Falle mit Firewire-Anschluss und Windows XP-Betriebssystem. Ich habe die Kamera angeschlossen, schalte ich jetzt hier nochmal ein und direkt mit Firewire dann verbunden und Treiber wird auch sogleich installiert und hat er direkt eingerichtet. Da brauchtest du also gar nichts mehr machen, das war schon echt cool. Genau, und du musst jetzt eigentlich nur noch das Programm starten. Es gibt einmal WinDV,
Genau, das sieht dann so aus. Und dieses Programm ist dann für SD-Qualität gedacht. Wollt ihr dann in HD-Qualität übertragen, müsst ihr dann HDV nehmen. Genau, also dieses HDV-Split. Und hier sagt ihr dann einfach mal die Source-Datei. Also ihr könnt sogar hier auf die Kamera zurückspielen. Die Sony kann das auch. Ich habe das auch schon getestet und das geht tatsächlich. Also man wundert sich. Und das Einzige, was ihr hier noch machen müsst, ist einmal sagen, wie die Datei heißen soll. Ich sage jetzt mal Aufnahme 2. Das Ganze wird als AVI gespeichert. Und dann klickt ihr, ja, hier auf Capture könnt ihr hier noch ein bisschen was einstellen. Das lasse ich aber so alles. Dann braucht ihr nur Capture sagen und dann auf Play drücken. Und bei der Kamera müsst ihr aber noch was einstellen. Das wollte ich euch ganz gerne hier auch noch mal kurz zeigen. Ihr müsst einmal hier auf P-Menü gehen. Das ist ein Touchscreen, ist ganz cool. Und dann gibt es hier diese VCR HDV DV Option. Da müsst ihr dann für DV-Material nochmal DV auswählen. Alternativ für HDV könnt ihr sogar Eilink-Conversion auswählen bei der Kamera, dass ihr das auf PAL formatieren könnt. Aber in dem Falle braucht das nicht unbedingt. So, und dann erkennt ihr hier sogar die Kamera wieder, schlägt sogar hier schon was vor, den Windows Movie Maker. Sage ich mal nein, weil jetzt will ich das hier aufnehmen. Und dann müsst ihr hier nur noch auf der Kamera den Play-Button drücken. Und dann nimmt der schon auf. Oder nochmal Capture drücken. Genau, also ihr müsst zweimal Capture drücken. Dann nimmt er auf. Ja, HDV Split sieht dann folgendermaßen aus. Dazu muss natürlich auch der Firewire-Ausgang, die iLink-Schnittstelle, wurde sie damals noch bezeichnet, auf HDV natürlich eingestellt sein, damit HDV Split funktioniert. Und ich habe das Band schon vorgespult auf 953. Das wird tatsächlich hier auch direkt schon hier angezeigt. Test 2, genau. Kann man nochmal eben hier einstellen, wo das dann gespeichert werden soll. Also das Programm ist tatsächlich ein bisschen umfangreicher. Ihr könnt dann auch Szenen damit finden lassen. Das ist ganz cool. Und dann drücke ich mal auf Play. Und dann spult ihr hoffentlich an die Stelle, wo mein HDV-Material dann beginnt. Nee, da mir jetzt gerade nichts Besseres eingefallen ist als Videothema, um HDV-Material zu haben für die ja, Übertragung dann auf dem Rechner, wollte ich ja einfach noch mal kurz meine Kamera gezeigt haben. Hier meine aktuelle Videokamera, dass ich da meine Testaufnahme von habe. Ne? Ja. Wenn man ideenlos ist, dann macht einfach das Simpelste, was geht. Ja, gut. Die 5 UHD, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Ne? Und auch Wenn ihr es wirklich ganz simpel haben möchtet und die Programme von vorhin euch noch zu kompliziert waren, da gibt es hier dieses sogenannte DVIO und da stellt ihr mit File einfach nur ein, wo ihr das Ganze abspeichern möchtet und wie das Ganze dann heißen soll, das Video, was ihr ganz gerne speichern möchtet. Und dann sagt ihr einfach hier Capture Video from Camera. Und dann müsst ihr auf der Kamera natürlich nochmal die Play-Taste drücken. Ja, und dann müsst ihr es jetzt aufnehmen. Und sagt euch dann auch gleich hier oben eine Fortschrittsanzeige, genau, wie groß das Video dann geworden ist. Einfacher geht's nicht, oder? Und ihr könnt sogar damit auch ein Video zur Kamera in SD-Qualität übertragen. Sofern die Kamera das unterstützt. In dem Falle unterstützt die sogar. Vorhin hatte ich euch ja Programme gezeigt, die unter Windows XP laufen, aber
Natürlich hat man ja eher ein modernes Betriebssystem und einen modernen Computer in seinem Sammelsurium. Und eines der kostenlosen Programme, um am modernen Rechner unter Windows 11 beispielsweise die Videos zu übertragen von der Mini-DV-Kassette, ist der VLC Media Player tatsächlich. Sollte vielen ein Begriff sein, weil er sehr viele Videocodecs unterstützt und eigentlich so erste Wahl ist, um Videos auf dem PC abspielen zu können. Und hier unter Medien gibt es hier im VLC Media Player einmal die Möglichkeit, Aufnahmegeräte zu öffnen und hier als Videogerätename den Camcorder einzugeben. Und dann auf Wiedergabe, Audio, Gerätename, verbleibt auf Standard. Ich habe das vorhin schon ausgetestet. Der Kameraton wird tatsächlich auch mit wiedergegeben. Und dann gibt es hier diese erweiterte Steuerleiste, wo ihr auch wirklich Videoschnappschüsse machen könnt oder sogar Videos aufnehmen könnt mit. Und die blendet ihr euch mit der Werkzeugleiste ein. Und zwar über Ansicht erweiterte Steuerung. Darüber, wenn hier das Haken gesetzt ist, wird die Aufnahmeleiste eingeblendet. Und dann reicht es aus, auf der Kamera die Play-Taste zu drücken. Genau. Und jetzt wird das Video hier im VLC Player wiedergegeben. Und ihr könnt währenddessen dann die Aufnahmetaste drücken. Und das Video wird dann auch in Echtzeit aufgezeichnet. Kann ja mal ein bisschen vorspulen, dass man auch wirklich sieht, ja, dass ich hier ein Video habe. Genau. Also das wird jetzt hier live per Firewire übertragen. Ein weiterer Tipp: Ihr könnt mit dem VLC Media Player nicht nur Videos aufnehmen, sondern auch Videos konvertieren. Und dafür gibt es dann auch hier im Kontextmenü Konvertieren, Speichern, wo ihr Videos aufnehmen könnt, also auswählen könnt und dann auch konvertieren könnt in ein anderes Format. Das nochmal am Rande nebenbei erwähnt. Ihr könnt also das Video aufzeichnen mit PAL Video Codec und das dann auch in einen modernen Video Codec nachhinein transformieren. Also da braucht ihr auch keinen kostenpflichtigen Videokonverter. Das kann der VLC Media Player auch. Ansonsten gibt es auch Handbrake. Das kann auch Videos konvertieren. Ist ein bisschen tricky zu bedienen, ist aber komplett kostenlos und kriegt das auch mit Unterstützung der Grafikkarte ganz gut gewuppt. Viele Videoschnittprogramme, wie beispielsweise hier das Corel Video Studio, was allerdings kostenpflichtig ist, bieten auch die Option an, von Mini-DV-Kamera per Firewire-Verbindung natürlich aufzunehmen. Und zwar auch mit Unterstützung der Steuerung. Ihr könnt dann also im Videoschnittprogramm die Kassette vorspulen, zurückspulen, also entsprechend steuern. Wenn ich dann hier jetzt Videoaufnahme auswähle, gut, das dauert jetzt hier ein bisschen, aber dann könnt ihr hier unter Quelle die Kamera einstellen und dann könnt ihr hier, ja genau, ihr seht auch schon hier das Live-Bild, könnt ihr hier sogar Play-Taste drücken und dann wird das hier wiedergegeben. Gut, es ruckelt gerade ganz gut, das Video läuft aber auf dem Camcorder flüssig und in der Aufnahme wird es auch später flüssig sein. Genau. Und dann könnt ihr das Video auch gleich hier noch anschließend bearbeiten und in ein anderes Format exportieren. Theoretisch könnt ihr sogar hier mit dem Core Video Studio auch wieder zurückspulen auf das Mini-DV-Band. Das habe ich leider noch nicht hinbekommen. Also was ich geschafft habe, war mit dem Programm unter Windows XP genau ein PAL-Video zu übertragen auf das Band. In HDV habe ich es bisher noch nicht hingekriegt. Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder die andere noch an den Windows Movie Maker, enthalten in den Windows Essentials oder Live Essentials. Hier in der Version 2012 war eine Programmsammlung von Microsoft erschienen mit Windows 7. 2012 das letzte Mal aktualisiert, läuft aber tatsächlich immer noch, auch unter Windows 11. Und ihr könnt das auch aktuell bei Chip beispielsweise noch herunterladen. Natürlich sollte man aber Vorsicht walten lassen, weil das Programm ist auch schon so alt. Da gibt es natürlich keine Sicherheitsupdates und dergleichen mehr.
Ihr könnt mit dem Movie Maker, ja, kostenlos halt, bei Chip, wie gesagt, herunterladbar, auch die Videos von einer Kamera importieren. Mit diesem Menüpunkt wählt ihr hier die Kamera aus, sagt ihr importieren und dann könnt ihr entweder zu importierende Teile des Bandes auswählen oder das gesamte Band importieren. Ich sage einfach mal Testvideo. Und wenn ihr dann hier durch den Assistenten euch klickt, dann wird erstmal das Band automatisch zurückgespult. Und dann seht ihr auch gleich hier die Größe des aktuellen Videos, was aufgezeichnet wird. Ja, und jetzt geht's auch schon los hier. Vielleicht sollte man Breitbildvorschau-Anzeigen aktivieren. Dann wird's richtig dargestellt. Ist ja in 16:9 aufgezeichnet worden. Jo. Nö, soweit zu den verfügbaren Programmen. Da gibt es noch, natürlich noch weitaus mehr Programme. Wie gesagt, viele Videoschnittprogramme unterstützen auch den Import von Mini-TV-Kamera. Ich habe jetzt allerdings kein Programm gefunden, welches zuverlässig Videos wieder zurückspulen kann aufs Videoband. Das unterstützt auch nicht jeder Camcorder, der muss dafür ausgelegt sein. Weil damals war es halt so gewesen, dass Camcorder mit Aufnahmefunktion anders besteuert wurden und die entsprechend dann teurer verkauft wurden hier in Deutschland und deswegen waren die auch nicht so beliebt. Und deswegen gab es dann noch die andere Gattung, die das eben nicht konnte, die dann nur ja, aufnehmen konnte. Also als Camcorder dann halt, als reiner Camcorder fungierten. Nicht noch als Recorder. Genau. Ja, das soll es dann mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es war sehr hilfreich. Ansonsten bei Fragen gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin.